Hallo, ja, Sie sehen hier eine Goldtafel und die Goldtafel werde ich gleich mit Ihnen brechen, dass Sie mal sehen, wie das funktioniert. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Hier ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, ich habe Ihnen ja versprochen, wir brechen Gold miteinander. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich hier nicht rantrauen. Deswegen möchte ich Ihnen einfach mal in diesem Video zeigen, wie einfach und wie schön diese Goldtafel, diese Mabelgram, auseinanderbricht. Über diese Goldtafel haben wir schon mal ein extra Video gemacht, das Sie dann hier im Link sich entsprechend anschauen können, um was es hier genau geht, um welches Goldprodukt. Das sind 1 Gramm Goldtafeln und das Schöne ist dran, Sie können die also tatsächlich hier abbrechen. Wir machen das gleich mal gemeinsam. Und zwar, ich nehme beispielsweise ein Lineal und lege das hier auf diese Perforation drauf und knicke das nach oben ab. Ja, dauert noch ein bisschen. Haben wir es mal von beiden Seiten. Ja, also hier haben wir gerade jetzt dieses Fünfer-Set abgebrochen. So, jetzt sehen Sie hier, jetzt haben wir 5 einzelne Stück, die wir hier jetzt rausgebrochen haben. Auf einer Tafel sind 25 mal 1 Gramm. So, ich habe jetzt einen Kunden, der hat gerade 4 Stück davon bestellt. Sie sehen hier auf dieser Reihe sind 5 Stück drauf. Jetzt müssen wir hier noch eins wegbrechen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie schön das funktioniert an dieser Perforation. Lege also hier mein Lineal drauf. Was auch geht, ist natürlich, dass Sie das an der Tischkante abbrechen. Und Sie sehen hier, sauber haben wir hier das Gold miteinander abgebrochen. Jede einzelne Münze hat eine Seriennummer, deshalb können Sie die auch beruhigt einzeln kaufen in der höchsten Goldqualität, nämlich 4x9999 Gold. Ja, das ist natürlich auch vielleicht eine spannende Geschichte, wenn Sie Kinder haben. Von Joseph Kennedy, vom Vater von John F. Kennedy, ist die Geschichte überliefert, dass Geld, das es seinen Jungs gab, sollten die aufteilen, und zwar ein Drittel für ihren eigenen Vergnügungen, ein Drittel zum Sparen und ein Drittel um zu verschenken, um zu spenden, um es Menschen zu geben, denen es schlechter geht als ihnen oder ihren Kindern. Das ist vielleicht auch eine spannende Geschichte, wenn Sie das Taschengeld vielleicht erhöhen wollen, dann zu Ihrem Kind sagen, pass mal auf, wir machen jetzt einen Teil, gibt es immer 1 Gramm Gold. Das andere Teil darfst du ausgeben und hier so ein bisschen was, was du einfach jemandem gibst, dem es schlechter geht als dir. Ja, in diesem Sinne, danke, dass Sie dabei waren, dass Sie das Gold mit mir gebrochen haben. Sie können das, wie gesagt, einzeln bei uns im Shop bestellen und dann danke ich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.